So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle. Trivolos Let's Play. Eine neue Runde Space Astronomy. Astronomy. Und bei mir mit dabei heute der Tagun. Moin Leute. Und der Mann, der ein Lafay-Autogramm mit privater Widmung auf dem Nachtschrank stehen hat. Der Streetdigger 2. Einen wunderschönen guten Hallo. Ja. Von Lafay, Alter. Sag mal, ja. was dichtest du mir denn noch alles an, ha? Das kam heute bei der Arbeit, dieser Gedanke. Und zwar lief im Radio gerade Prinzessin von Lafay. Ich weiß nicht, ob man das noch so kennt. So diese Gothic, möchte gern Pseudo-Gothic-Röhre mit Prinzessin, die wirklich denkt oder dachte, dass sie Metal macht. Mit dieser Gesichtsbemalung, die so ein bisschen was hatte von, wie heißt der Boxer nochmal? Tyson. So, okay, was gibt es heute Neues? Also, erstmal, ich fange mal hier so ganz locker an. Ich habe hier schon mal so beim letzten Mal ja gesagt, ich habe hier Keller ausgehoben und so weiter. Ist alles noch nicht ganz final. Das hier sind halt mit den Stone Slabs, habe ich das Ganze ein bisschen ausgehoben, hier schick gemacht und so weiter. Hier habe ich erstmal den Construction Form in Normal genommen. Da bin ich noch nicht ganz sicher, welche Farbe ich da haben möchte. Hier habe ich soweit schon mal die groben Umriss des Reaktors hingestellt. Wahrscheinlich wird er noch ein größer werden. Wir müssen heute aber erstmal was anderes machen. Und zwar, wir haben mal geupdatet. Und was gibt es bei dem Mod HQM so Tolles? Ja, man fängt wieder von vorne an, ne? So, getting started. Tagun hat schon mal ein bisschen Holz gecraftet. Und normalerweise sollten wir uns da jetzt zusammen irgendwie... Was habe ich denn jetzt gekriegt? Information. Welcome to Space Astronomy. Das habe ich noch nie gesehen, dieses Buch. Ja, also ich habe vorhin ein bisschen überflogen das Ganze, schon mal so im Singleplayer, weil ich wollte halt sehen, ob, oder wir hatten halt irgendwie gesagt, wir haben ja noch diese Cheat-Bücher, also diese Edit-OP-Bücher. Da hatten wir halt gemeint so, ja, dann, ne, hier genau dieses hier, Questbook-OP-Edition. Na, von wegen cheaten wir uns das in einem durch, aber das ist Schwachsinn, das ist kompletter Bullshit. Denn die Art und Weise, wie die Quests jetzt aufploppen, was ich jetzt nur gesehen habe, fand ich sehr geil. Und deswegen habe ich mir gesagt, alles klar, ich mache hier mal so ein bisschen HQM mit euch mal wieder. So, wenn irgendwelche Sammeleien sind und so weiter, das verschieben wir dann natürlich. So, ein Ofen. Collect 20 Coal, Claim Reward. So. Jetzt geht's hier unten weiter. Tools and Weapon. Jetzt will er wahrscheinlich Stencil Table. Haben wir irgendwo noch einen stinknormalen Stencil Table? Ich glaube draußen, ne? Ja, haben wir noch. Pass mal auf, ich reiß den mal einfach weg. Weg. W-A-C-K. Und dann gucke ich mal, ob er den erkennt. Ich habe echt keine Axt. Außer eine, ich hab ja. Warte. Als ich den Keller ausgehoben habe, habe ich mein ganzes Inventar in eine Kiste im IC2-Haus reingeknackt. Das ist auch so. Ansonsten habe ich auch noch eine Axt. Auch so eine dumme Angewohnheit von mir geworden. Ja, in der Zwischenzeit habe ich mir mal eine Stielschaufel gemacht, weil da im Keller war ich dann doch, ja, ich sag mal, etwas länger beschäftigt. War halt doof. So, was haben wir hier? Stencil Table. So, einfach mal weggerissen. Was sagt er? Hallo? Ah, den muss ich craften. Ach, verdammt. So, wir brauchen dafür ein paar Pattern auf jeden Fall. Ja, kannst bitte. Kannst du mich vielleicht auch noch einladen? Hab ich. Nee. Ja? Ah, ja, stimmt. Okay. Ich wollte gerade sagen, lall nicht, Junge. Ich weiß, was ich gemacht habe, Junge. Junge. Sabbel nicht, Junge. So, wir bauen dann jetzt mal auf die Schnelle im Schnelldurchgang. Den ganzen Kladderadatsch hier, den Tinnef davon. Ne? So, jetzt bin ich dabei. Tinkers Construct. Hätte ich jetzt gesagt, gedacht, getan. So, zack, Kiste. Achso, warte mal, muss das überhaupt? Was will er haben noch? Tools and Weapon. Was braucht er denn noch? Was braucht er noch? Ein Partbilder. Oh, wie ging der nochmal ein Partbilder? Das Ding kann ich mir immer nicht merken. Ja. 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 Ich glaube, der brauchst du so Stencils und dann entweder Holzblock, also so oder Blocks oder eben so eine Planke. Nee. Scheiße. Ich glaube den Lock.
Den Lock. Also den ganzen. Oh. Ja. Den vom Baum. Weil Baum. Ja, genau. Den, so. Den von der Baum. Hast du? Hat er. Reward 10 von den Stencils. So, oh Gott. Ey, komm, Alter, bitte nicht jetzt hier noch die ganzen Pattern einmal durch. Was ist denn, wenn ich mir die jetzt hier einfach rausnehme? Gib mich doch mal hier so ein Shovel-Pattern. Erkennst du das, dass ich... Jawohl. Kann mal einer reingucken, was ich alles brauche? Schaufel? Moment, ich will gucken. Tool-Rod-Pattern. Moment. Hier hin. So, weiß gar nicht, ob ich die im Inventar haben muss. Ich habe jetzt erstmal so ein Ding genommen. Weißt du was? Machen wir so. Tool Rod, sagst du? Habe ich auch. Ja. Binding. Hat er? Pickaxe Head und Axe Head. Hat er alles gehabt. Müsste eigentlich abschließbar sein. Nein, verdammt, ich muss das tatsächlich. Oh, was ist das Dreck? Das ist ja schmutzig jetzt hier. Lang und schmutzig. So. Na, nur den Shovel hat er bei mir. Zeigt er bei mir an. Ja, bei mir auch. Ah ja, jetzt hast du zwei. Ah ja, jetzt auch im Pickaxe Head. Ja. Gott, ist das nervig. So, was brauchen wir noch? Toolrod. Jawohl. Und den Axe-Kopf. Und Axe-Head. Und den Hatchet-Kopf. Nicht Hatchet, Axe. Ja, das ist das Gleiche. So, creating wooden parts. Wer hätte das gedacht? Oh mein Gott. Ja, eine Spitzhacke aus Holz. Ja. Klaus, kannst du das schon mal machen? Jo. Ich krieg sonst gleich einen Ausraster. Ich muss irgendwie mal sehen, dass ich die Taschen... ich muss mal sehen, dass ich die Taschen mal ein bisschen leer kriege hier. Brauchst du noch Holz? Ja, ich hab hier. Bodenschätze? Kohle. Holz? Ich meine, das Schöne ist ja, wir haben das ja noch nie gemacht, ne? Nein. Nee, nie. Nein. Nie nicht. Noch niemals nicht. Never ever. Not in this life. Vor allem, wir sind jetzt, glaube ich, also wir beide, Klaus, sind jetzt, glaube ich, ungefähr ein Jahr da mit den HQMs beschäftigt. So circa, roundabout. Und wir haben genau diese ganzen Quests noch nie gemacht. Richtig. Gerade wir beide. Alter Schwede. Reinforced Stone, den werde ich ganz bestimmt hier nicht hinpacken, weil dann ist er weg. So, das ist fertig. Dann brauchen wir noch Steinwerkzeuge. Die mache ich auch noch schnell. Okay. Brauchst du Stone oder soll ich dir was mitbringen? Oder ach, da kommt ja, er schon. Ja, da bin ich ja schon. Da sagt er sich auch, ja, hier komm ich und rette dich. So, Kaffee? In der Zwischenzeit, während der gute Klaus da bei Part 5 zugange ist, gehen wir mal auf Part 1 und da sehen wir Starting Farm. Ein Stone Mattock. Kannst du auch gleich bauen, bitte. Ja, sofort. Killing for Food. 3 Schafe sollen wir töten, 10 Kühe sollen wir töten und 10 Schweine sollen wir töten. Okay, dann müssen wir erstmal die Kühe hochzüchten. Man Bear Pack. Mit meinem Nano-Saber, lose geht's. Hier, komm, einfach mal. Was hatte ich gesagt? 3 Schafe? Ja. I think so. I don't know. Das sind aber Hühner. Hühner-Hühnersens. Hühner-Hühnersens bei den Werner-Wernersens. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch ein Stone-Binding. Brauchen wir noch. Ah, ja, okay, gut. 1 Schaf. Ja. 2 Schaf. Und jetzt bitte Blood Moon is Rising. Habe ich jetzt voll Bock drauf. Und 3 Schaf. Dann Getting Resources Smeltery. Gravel, Sand und Clay. Manbear Pack. Oh, ich habe ein Schwert ausgemacht. Scheiße. So, Rumpelkiste. Vier Kühe sollten wir jetzt haben. Ja. Was willst du noch? Ein Mattock? Ein Stone Mattock, jawohl. Stone Mattock. Jawohl. Okay. Oh. Ich darf immer nicht vergessen, dass ich das Schwert zwischendurch ausschalten muss, weil ansonsten ist hier gleich in dem Gelände. Aber mit dem Schwert fühle ich mich eigentlich recht sicher den Mobs gegenüber. Ein Stone Mattock habe ich. Ja, sehr schön. Ist es angezeigt? Sekunde, ich bin gerade hier am Fliegen. Gucke ich mal selbst. Weil ich hier halt gerade noch die Kill-Quest mache. Also so parallel. Ja. Schnell mal pennen. Kann mal einer gucken, wie viele Schweine wir noch brauchen? 8. Das kann nicht sein. 8 Schweine und 6 Kühe. Ja, 6 Schweine. Ja, dann hast du gerade wieder hier gekillt. Ja. 5 Kühe, 6 Schweine. Leg dich doch mal hin. Och Mann, ey.
Scheiß auf Schlaf. Deep is for the weak. Der kriegt eine mit meinem Nanosaber und also hier so ein Zombie kam gerade so auf mich zugewankt. Eine mit einem Nanosaber, so ditsch. Zombie tot umgefallen. 6 Schweine, 4 Kühe. Also so ein Nanosaber könnte ich ja jedem bauen, ne? So ist es ja nicht. Aber hier die restliche Uniform, Alter, das könnt ihr euch schön selber anstellen. Stell dich doch nicht so an hier. Mhm, genau. Sandgravel, warte mal. Sandgravel? Sandgravel. Und Sand so, und... Kühe fertig? Kühe fertig? Weiß ich nicht. Warte, ich gucke. Guck ich. Nein, eins fehlt noch. Eine Kuh fehlt noch. Eins Kuh, gut. Eins Kuh, genau. Eins Kuh. Brauchen wir bloß noch ein bisschen Clay. Was ist denn das? Ach du Scheiße. Oh, Kacke. Los. Quicksand. Ich versinke. Achso. Rettet mich, Leute. Wo bist denn? Ah, ich seh dich, warte. Komm mal. Kannst dich rausbuddeln, ne? Nach unten weggraben. Ja, das ist total geil, aber ich habe hier noch einen Zombie, der auch gerade noch ein bisschen geil auf mich ist. 4 Schweine noch. Ah, ich hab's geschafft. Ja, und wenn du jetzt gestorben wärst, Alter, hätte ich gesagt, der Herrgott gab, der Herrgott nahm. Ne? Ja. Nächsten Sonntag gehen wir alle in die Kirche. Oh, ich hab's nicht gesehen, ey. Ich weiß noch. Gut. Mir fehlt noch ein Schwein. Mir fehlt noch Clay. Nein, 2 Schweine fehlen noch. Nein, Borsti, du bist keine Steckdose, du bist ein Schwein. 2 Schweine fehlen mir, verdammt. 2 Schwein. Krass, so 1-2 Schweine, so. So, komm, gib mir der 1-2 Stein. Schwein auf Karte. Spider-Schwein, darauf hat doch jeder nur gewartet. Schweine im Weltraum. Nee, das geht ja anders, das geht ja Schweine im Weltall. Naja, von mir aus auch Weltall. Ja, aber die waren gut, die waren witzig. Aber das muss man auch mit hochheroischer Stimme sagen. Ah ja, gut, okay. Hat man den nicht mit homoerotischer Stimme? Mit homoerotischer Stimme, ja, natürlich. Total homoerotisch. Oh, geil. Boah, jetzt fängt er wieder mit dem Mist an. Ja. Oh, warum hab ich eigentlich so Scheiße in der Tasche? Wo sind die Schweine? Ich höre sie. Welch? Ich höre sie, ich sehe sie auf der Minimap, aber ich kann sie nicht. Ach, da ist eins. Kaputt. So, na also, jetzt habe ich es doch. Nur irgendwie die anderen. Ach, da ist wieder eins. Eins noch. Ja, letzte. Ich nehme dann mal mutigerweise den Reward back. Ja, den will ich auch nehmen. Werde ich auch nehmen. So, wir haben das hier auch fertig. Und na klar, bei Trivolo sind die Taschen voll. Habe ich mich gerade verguckt? Alter, der hat Immersive Engineering eingefügt. Ja, das stand auch in den Notes drin. Hast du nicht gelesen? Nö. Ich frei mich. Immersive Engineering, kurz. Schon wieder. Ja, toll. 120 Grout. Oh. Ich kann diesen Mod Immersive Engineering ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Echt nicht? Nee. Doch. Warum? Ey, bin ich geil. Ich habe was gekriegt, was es nie gibt hier in Minecraft. Ich habe 64 Cobblestone gekriegt und 64 Erde. Ich habe jede Menge Setzlinge gekriegt. Na, da können wir ja richtig froh sein. Ja, dann brauchen wir wenigstens keinen Dschungel suchen und keinen Birkenkram und... Nee, das ist ja doch dann ganz gut, ja. Doch. Ja, warte nur, ja, nee, doch, vielleicht, aber mal gucken. Genau. So, ich hab auch mal das Reward weggenommen und was krieg ich? Ja, Can of Food, juhu. Ja, das war in Ordnung. Eine Chance von, glaube ich, 0,7% das zu bekommen. Nee, ein bisschen mehr. Es ist jetzt halt 0,8. Da stand irgendwas mit 6, glaube ich. Oh, doch so viel. Na gut. Ja, ich habe voll geloost, ich weiß. Ich muss meine Boots mal langsam wieder... Aufladen? Aufladen, ja. Ich nehme so viel Schaden immer. Die haben ja im Prinzip einen Schockabsorb drin. Ja. Das ist ja das Schöne. Ich bin auch übrigens am Überlegen, ob ich mir die Kralle baue. Also hier, ne? Den Grabbelhandschuh.
Das ist Krabbelhandschuh, ja. Ja. Ja, wieso habe ich denn keine Workbench? Der, was ich gelesen habe in den Notes, oh, bei mir hat die Folge hinter sich. Was ich in den Notes gelesen habe, der hat rausgenommen aus dem Modpack Modular Force Field Gerappel. Guiding gedönst? Ja, ich glaube Klaus weiß. MFFS. Genau. Modular Force Field System oder so. Mit der... Irgendwie sowas. Ja, wo du Kraftfelder bauen kannst. Genau. Ja. Kraftfelder mit Kraft ausdrücken. Ja, genau. Ja, fand ich eigentlich schade. Könnten wir damit so einen schönen Zombie-Verhütungszaun bauen? Hätten wir gekonnt, ja. Leider jetzt nicht mehr. Hätten wir gekonnt, wenn er es nicht rausgenommen hätte. So sieht das wohl aus. So, Leder. Aber der Mod frisst auch sau viel Energie. Und nicht nur Energie, der frisst auch sau viel Ressourcen. Nicht nur, was den Client angeht, sondern auch was den Server angeht. Ja. Okay, ich denke mal, bei Klaus werden wir da noch ein bisschen weitermachen. Wir werden dann noch mal ein bisschen hier sehen, ob wir das Programm noch ein bisschen bescheißen können. Indem wir einfach sagen, die ganzen Ohrs, die lassen wir Digital Miner abbauen und hauen die nur in die Tasche. Prüfen wir noch mal und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Haut da rein und tschüss. Tschüss. La Fee. Ach nee, tschüss.